Gut, dann einmal den Seelenteiler aktivieren. Unmöglich. Und mit dir auch nochmal auf die Platte. Achso, hier ist nochmal was zum kaputt machen. Oh, da interagieren zwei Mesh gerade sehr unordentlich. Ugh. Ich höre gerade nicht, wie lang das braucht zum Aufgehen. Sind wir damit jetzt eigentlich schon... Sind wir jetzt wirklich damit schon... Nee, hier ist nochmal ein großer Raum, in dem ein Bosskampf sein kann. Ich glaube, ich höre die Tür nicht mehr. So. Da ist schon wieder dieses Zeichen. Ich frage mich halt, was das Zeichen zu bedeuten hat. Irgendwie ist das Licht in dem Topf komisch. Nun denn. Ach, hier sind auch noch lauter, ein Krafttalisman. Okay, also auf jeden Fall schon mal ein Sonderitem, was man hier bekommen hat. Da drin ist nichts. Sonst hätte es geleuchtet. Was leuchtet da hinten grün? Also auch immer der grün leuchtet, das kann das auch ganz gerne woanders machen. Oh, noch eine heilige Schriftrolle des Seelenlenkers für das Labyrinth. Wie viele habe ich jetzt eigentlich? Was auch immer das für ein Raum ist, der Raum gefällt mir nicht. Nein, 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 nein. Ducky gefällt das nicht. Falls dort noch jemand kennt, du. Eine 20 Stunden durcharbeiten, eine halbe Schüssel Müsli am Stück. Ach du, warum? Hätte mich ja schon längst beschwert. Nur eine Truhe? Kein Gegner noch? Okay. Hat das wieder so ein unsichtbarer Gegner? Todesschatten-Doppelsense? Die Todesschatten-Doppelsense wurde in den dunkelsten Gewölben der Hölle von meisterlichen Dämonenschmieden angefertigt und kanalisiert die dunklen Mächte der Magie in den Träger. Dadurch werden dessen magische Fähigkeiten und die Wirksamkeit seiner Zornenergie verstärkt. Warum ist hier wieder so ein durchsichtiger Gegner? Das funktioniert nicht. Ach so. Warte, lass mich mal was ausprobieren. Ich habe vor ewigen Zeiten einen blutlosen Talisman bekommen. Oh Gott, ja. Okay, das Ding... Ah, jetzt verstehe ich. Ah. Jetzt verstehe ich, was es mit den Gegnern auf sich hat. Nun denn. Ich dachte, es gibt so eine Art Maske oder die wären für New Game Plus interessant, aber die sind hierfür interessant. Unmöglich. Nun. Da haben wir das Rätsel gelöst. Das war halt geil und hat mich mega gefesselt. Oh! Ach so, ach, ah, okay, jetzt verstehe ich das erst richtig. Entschuldigung. Mega Käfer, oh. Tja, hier auch kein Stein mehr. Also, hier war glücklicherweise nicht mehr irgendwie irgendein Schmuh. Sensenschaden. Plus 11% einfach. Ja, gib ihm. Wie schaut's hier mit Rüstung aus? Ich bräuchte halt noch ein Level ab, damit ich die Krähenrüstung nutzen kann. Dass ich die zumindest einmal zeige. Besessene Handschuhe, natürliche Gläfe. So, ich möchte gerne wieder den Krähenhammer anlegen. Ich kann hier nichts mehr von denen verbessern, ne? Von der Maximuskeule auch nicht. Und von Rusanovs. Doch, Rusanovs Axt kann ich noch verbessern, merke ich gerade. Dann hätte ich gerne entweder Feuer- oder Frostschaden drauf. Gib ihm mal Feuerschaden. Ja, sorry, musste zwischendurch einen PAT verarzten. Ich weiß nicht, was PAT ist, aber... Okay. Zorn bei Crit, Verteidigung, Widerstand. Danke für deinen Host. Chance auf kritischen Schaden. Brauche halt nicht ungut. Da, hier Magie kann ich reinopfern. Ganz viel. Magie. So, und dann kann ich da noch weiter verbessern.
Dann dich kann ich reinopfern. Ja, du hast keinen Namen, dementsprechend kannst du geopfert werden. Dich kann ich reinopfern. Hast du nämlich auch keinen Namen. Maximus Keule von der Smash kommen dann definitiv nicht rein. Die Armklinge des Frostes können auch nochmal rein. Ja, komm, verbessern wir die Magie nochmal. Ich könnte natürlich Verteidigung oder sowas drauf. Na, egal. Die drei kann ich einfach gleich verkaufen. Hast du ein Mischpult für das Mic oder wie hast du das eingestellt? Ich habe kein Mischpult. Nee. Das ist ein USB-Mic, was ich hier habe. Und wie ich das eingestellt habe. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären. In Streamlabs hast du eine Möglichkeit, deinem Mikrofon nochmal eigene Filter hinzuzufügen. Ne, das heißt, also normalerweise wirst du bei einem Mischpult quasi so, ne, du hast dein AUX-Kabel vom Mikro, also deine Klinke vom Mikro, steckst du ins Mischpult rein und dann vom Mischpult in den Rechner, dass das quasi alles dort entsteht. Und Streamlabs hat quasi so eine Art Mischpult bei sich drin. Und da habe ich ein bisschen rumgewerkelt. Ich glaube, OBS müsste es auch haben, aber nagel mich darauf mal bitte nicht fest. So, genau. Ich nutze die Nomad-Sense. Ah, ich finde sie noch mal toll. Und das ist die Todesschatten-Doppelsense. Chance, Magieschaden, Zornenzug, Frostschaden. Zumindest zum Einlegen, um zu... Ja, not bad. Not bad. Aber ich bleibe mich immer bei der Todesengelsense. Ich wollte eigentlich was anderes sogar tun. Genau, wir haben den Knochenspalt jetzt fertig. Bedeutet, ich muss einmal nachschauen, wo jetzt nochmal weitere Relikte werden. So, haben wir... Das ist ein Kargott-Relikt. Kargott-Relikt hatte ich schon, ne? Genau. Ich brauche noch Renagott und Etogott. Wenn es das nicht gibt, werde ich dich finden und mit dir ein Bier trinken. Aber ich mag kein Bier. So, das ist ein Etogott-Relikt. Das ist aber auch ziemlich offensichtlich. Also ich glaube, das habe ich. Ich schaue trotzdem nochmal nach. Auf zum Grab der Pharisäer. Tief im Wald, wo uns keiner hört. Nun, wenn uns keiner im Wald hört, wie können wir dann miteinander reden? So, öffnen. Achso, ich wollte auch nochmal was anderes nachschauen. Fällt mir dabei gerade ein. Und zwar, was wollte ich nachschauen? Ah, genau. Kann ich das? Achso. Dafür muss ich in mein Inventar. Genau, hier ist das Relikt von Etogut, was wir gefunden haben. Da Informationen. So. Ah, Gott. So, wir haben zwei. Dass ich das nicht gedrückt halten kann. Bereich 3 haben wir jetzt, Bereich 4 haben wir jetzt, Bereich 5 fehlt uns noch was, Bereich 6 haben wir komplett, 7 fehlt uns komplett, 8 fehlt uns etwas. Ich werde da auch einfach vermutlich einen Guide zu Rate ziehen, wenn ich ehrlich bin. So. In welch? Oh Gott. Muss ich das auf der Map erstmal erkennen. Es ist ein quadratischer Raum. Vermutlich der hier. Quadratischer Raum. Wow, genau, das ist der Raum. Wie komme ich da hin? Welche Etage ist das? Das ist Ebene 3. Achso, dann weiß ich, wie ich da hinkomme. Dann weiß ich, wie ich da hinkomme. Aber ich glaube halt wirklich, dass ich den bereits habe. Kann ich hier schon runterspringen? Ist jetzt die Frage. Nee, ne? Nee, weil ich hier noch nicht im richtigen Gebiet bin. Das hätte mich höchstwahrscheinlich einfach nur in meine Todesform kurz versetzt, um dann wieder zu spawnen. So, hup. Ich darf da nicht mehr runterlaufen, ehe man nicht unten ist. Sehr interessant. Gut. So, gehen wir hier rein. Verzeihung, dass ich hier nochmal störe. Im Wald hört man sich selbst den Necken, das reicht völlig. Vielen lieben Dank nochmal. Die Bits. Ja, doch, das reicht so ein bisschen, das ist wahr. So,
So, jetzt bin ich hier wieder im Fahrstuhl. Auf welcher Ebene befinde ich mich gerade? Ebene 4. Ich muss eine Ebene runter. So, dahin. Einfach geradeaus. Nee, idealerweise hinter. Oh. Okay, dann gehe ich hier lang. Nun, wenn ich nur den einen Weg habe, dann gehe ich halt den einen Weg, Spiel. Das hast du dann davon. So, jetzt habe ich sie gegeben. Aber ich dürfte hier keine Rätsel oder sowas mehr machen. Oder Gegner töten. Genau, jetzt sind wir nämlich in dem Raum. Und hier wäre irgendwo das Relikt gewesen, wenn das mich bereits eingesammelt hätte. Was ich vermute. Das knispert und knauspert hier. Knispern und knauspern ist verboten. Es ist quasi gerade Weg zu 100% Darksiders. Es ist so ziemlich... warte, ich muss das mal ganz kurz... zu 100%. Hier wäre das. In der Säule. Halt quasi 100% für die interessanten Teile. Oder für das, was interessant ist. Also einer von den beiden Statuen hätte das Relikt gehabt, aber das Relikt habe ich bereits. Dementsprechend weiter zum nächsten Grab. Mehr Relikte gibt es hier nämlich nicht. So. Ach Himmel. Da wäre ein Etogod davor. Gucken wir mal, ob ich das hab. Das Problem ist, wir haben halt doch noch relativ viele Relikt. Entschuldigung. Schnellreise ist derzeit nicht verfügbar. Warum? Hä? Okay. Ist hier irgendwo ein Gegner, den ich aus Versehen geaggrot habe oder was? Schnellreise ist derzeit nicht verfügbar. Ach, vielleicht, weil die in den Käfigen sind und das als Gegner zählt. So ziemlich. Gut, dann wechseln wir das Gebiet, um in eine andere Ladezone zu kommen. In der Hoffnung, dass ich von hier aus schnell reisen kann. Im Labyrinth des Seelenlenkers ist auf jeden Fall kein Dingensmermin mit drin. Da sind nur Steinchen. Manchi-Steinchen. Oh, Jesus! Du bist gerade auf 100% Aggressivität. Schraub das mal auf so eine 50 runter. Wo wäre hier das... Aha, das Relikt habe ich nicht gehabt. Nice. Ich werde deinen Kopf nehmen. Okay. Moin, den Kubus. Na? Alles fresh bei dir? Ich kann gerade nicht mehr so richtig sitzen, fällt mir auf. Gut, damit habe ich das. Pappnase! Moin und vielen lieben Dank für deinen Host. Vielen, vielen lieben Dank. Da sind zwei sogar drin. Gut, dann schauen wir erstmal nach Itu. Gut. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke. So, ich muss mal schauen. Verlorene Relikte, genau. Uns fehlen jetzt noch 6. Ist gut. Je mehr wir jetzt finden, desto weniger muss ich in anderen Gebieten suchen. Hatte die Tage ziemlich Kopfschmerzen, aber heute ist besser. Das hört man gerne. Also, dass es dir jetzt besser geht. Bei mir ist alles soweit gut, ja. Wir haben die Kapitel endlich fertig bekommen. Es war auch eine Geburt, du. Oh Gottchen. Ich hab vergessen, wie groß... Oh, das war der Dungeon. wo auf der Map ist das? Wir haben die Karte, also wir haben die Bücher alle fertig bekommen. Und jetzt versuche ich, die Relikte von Renegott zu machen.
Ostergut. Welcher Raum ist das? Das ist... Ist das der hier? Nee. Doch? Nee? Entschuldigung. Wisst ihr, hat man hier einfach... Mr. Hammel, Orientierung sind von minus 5. welcher Raum ist das jetzt? Ich glaube wirklich, ist es der Raum hier. Das Problem, die haben auch alle die Karte irgendwie so doof gedreht. So. Nee, das ist nicht der Raum. Aber es sieht halt aus wie der Raum, dass es der ist. Nee, doch, das ist der Raum. Aber irgendwie scheint da was nicht richtig verbunden zu sein. Das ist aber der Raum, ne? Ich glaube, ich muss hier hin. Ja, vielleicht bin ich schlafen leicht krank. Eieiei. Schmerzhaft scheint auf der Couch. Oh, eieiei. Ja, Gesundheit. Gesundheit, wie bitte? Gucken wir einfach mal. Schniefend. Ich bin letztes Jahr glücklicherweise gar nicht krank gewesen. Hat der Host geklappt? Der Host hat geklappt. Vielen lieben Dank nochmal, Nase. Wie komme ich jetzt auf die nächste Etage? Warte, gab es hier nicht irgendwo was zum Hochklettern oder so? Ich glaube, den Fahrstuhl brauchte ich jetzt nicht dafür nutzen. Oder? Bin mir gerade sehr unsicher. Gab es da irgendwie einen Gang rein? Doch, ja. Ich glaube, ich musste da irgendwie innen hochlaufen. Okay, ich hau mich da mal hin. Ach, bist müde? Gut, dann wünsche ich dir eine angenehme Nacht. Nochmal vielen lieben Dank für den Host. Nicht krank sein ist immer gut, also gesundheitlich krank. Ja. Also, ich... Wenn... Bin ich in den meisten Fällen krank. Was habe ich jetzt da aufgesammelt? Warum habe ich jetzt so ein ganz... Was? Danke, Spiel. wie komme ich jetzt hier hoch? Das ist die Frage, ne? Das Auto. So verhaltenstechnisch darf man schon mal etwas krank sein. Ich möchte eine Petition dafür haben, dass man die Dungeons kleiner macht. Ja, nie was. Dose öffnen, drehen. Falsche Richtung. Ja, geht nicht so, bis Schlaf tut gut. Das, ja. Warum ist da noch Schmodder an der Wand? Hör auf, du, da! So, schieben. So, danke. Seelenteiler, gib ihm. Dann einmal da meinen steinernen Poppes drauf bewegen. So, da runter. Das einmal wieder drehen. Dann mit dem anderen mich darüber schieben, über die Kante. Holst du das neue Darksiders? Also geplant ist es, dass ich es irgendwann spiele, aber jetzt so direkt kaufen habe ich zumindestens nicht wirklich einen Plan zu. Also wie gesagt, irgendwann werde ich spielen, aber halt sobald ich mal Geld frei habe dafür. Warte, wie ging das hier nochmal? Das kann ich dann nämlich nicht wegbewegen. Da war etwas mit Rätsel. Ich weiß aber nicht mehr, wie.
Jetzt bin ich hier oben. Es bringt mir gerade nichts. Goddammit, ist es halt schrecklich für mich. Fußschalter? Warte ich. Okay, danke für die Kamerafahrt. Bin ich auf der richtigen Etage? Nein, definitiv nicht. Aber ich glaube, das war auch nicht der richtige Weg, den ich da gehen wollte. Muss ich da von oben dran? Wie kam ich noch? Oder war hier nicht irgendwie ein Weg, an dem ich mich hochhangeln konnte? Ich versuche mich jetzt gerade krampfhaft dran zu erinnern, ne, wie ich da hochgekommen bin. Auf die nächste Etage. Aber... Oh, hier ist eine Kiste. Nieder mit den Kisten! Aber ich tue es gerade nicht. Warte, dann versuche ich das... Anders? Fragezeichen? Achso, das ist der Grund. Nee, ich gehe nochmal nach oben. So. Das ist halt quasi das, womit ich am längsten immer verbringe, wenn ich irgendwie ein Relikt suche. Oder halt irgendwas suche in diesem Spiel. Wie kam ich da nochmal hin? Weil ich den Weg, seitdem ich die Dungeon gespielt habe, komplett vergessen habe. Es gibt Dinge, die kann ich mir relativ gut merken. Wege sind kein Part davon. So. Sind wir hier. Dahin möchte ich, in die Richtung. Frage ist, wie? Wie ging das nochmal? Ich gehe erstmal hier lang. Willst du alles einsammeln? Ich möchte halt die Relikte noch haben. Weil die quasi zu den 100% dazugehören. Die Steinbissen nicht. Die sind mir halt Wumpe sondergleichen. Wie komme ich... Achso, da. Bei den Steinen... Die sind ja quasi nur Stat-Ups, die man haben kann. Aber für die Relikte kriegst du ja noch die Abyss, also die Superrüstung. Oder ein Teil davon zumindest. Ich bin gerade wieder auf der falschen Höhe anscheinend. Oder ach, jetzt bin ich hier. Ich weiß, wo ich gerade bin. Hier war eine der Gnome übrigens. Fun Fact. Den ich beim letzten Mal auch gefunden habe. Jetzt bin ich hier. Das... Ich will dahin, warte. Ich habe keine Ahnung. Ah! Wie komme ich dahin, wo ich hinkommen möchte? Wird ein Weg... Nee, das ist nicht zum Klettern, ne? Hier nicht irgendwo über. Hier könnte ich hochklettern. Der Schalter. Kannst du den drehen? Jetzt bin ich schon zu weit weg, um diese Frage gescheit beantworten zu können. Kann es sein, dass ich so einen Hangelhaken da voll übersehen hatte, den ich hätte nutzen können? Ach, ich bin hier. Es ist gut, dass ich immer sagen kann, ach, ich bin hier. Blöd, dass ich nicht weiß, wie ich von A nach B komme. Ist das... Ne, jetzt sind wir nämlich hier. Da, wo ich die Truhe gespawnt habe. Wo ich dachte, ich hätte sie gebuggt, aber hier komme ich eh nicht weiter, weil... Das ist so ein Rätsel, das löst du einmal und dann hat sich das. So, for the fun fact. Das ist ein Stein, den ich hier höre. Kann auch sein, dass ich hier irgendwo einen Stein höre. So, warte, ist das der einzige? Nein, hä? Was tue ich hier eigentlich? Ich habe gerade keine Ahnung, warte, ich gehe nochmal hier entlang. Nein, warte, wie kam ich? Ich bin jetzt gerade voll verwirrt, Entschuldigung.
Müsste theoretisch da hoch, dann könnte ich mich da immer rüber hangeln. Zu wissen, wo man ist, ist zumindest die halbe Miete. Ich meine, ja, ne, es gibt aber einen Unterschied, wenn man sagt, ich bin in NRW und ich weiß, wie ich hier wegkomme. Oder wo ich hin muss, damit ich woanders hinkomme. So, einmal hier wieder rüber, da nochmal rüber. So, welchen, meintest du gerade den Schalter hier? Oder meintest du den da drüben? Der Schalter hier ist für ein Secret, das ich schon geholt habe. Und da hinten für eine Tür, die sich damit öffnet, was wir auch schon geholt haben. Und der Drehschalter da hinten war für, dass man hier durch die Tür durch kann. Bibi, Kapunga. Ne, wie gesagt, also hier ist zum Beispiel ist nichts mehr drin. Und der Drehschalter da hinten, oder der ist ein Drückschalter. Der Drückschalter da hinten war für die Tür zum Öffnen. Ja, die beiden haben wir schon. Jetzt schauen wir ganz kurz. Da ist sogar ein Ding zum Festhangeln. So, und in die Richtung möchte ich, ne? Nein. Doch. Doch. Dann drehe ich dich mal. So, in die Richtung. Dann kann ich mich jetzt hier rüber schwingen. So. Jetzt bin ich schon mal auf der richtigen Seite. Es ist weniger so, dass ich nicht weiterkomme, sondern eher so, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Wie komme ich hier hoch? Warum höre ich einen Gegner? Achso, das sind die komischen Tyrannosaurier, die ich da höre. Achso, da käme ich hoch. Wie kam ich jetzt zu dem Ort, zu dem ich hin möchte? Weiter nach oben ist halt leider der falsche Weg, das weiß ich. Aber ich hoffe, dass ich hier, wenn ich mich hier mal entlang hange, vielleicht weiter runterkomme. Nee. Achso, da wäre der Ausgang gewesen. Warte, ich schau mal ganz kurz. Ach, den Laserpointer. Ah, okay, den kann man drehen, ja. Rena gut. Wie komme ich da hin? So, um es kurz gezeigt zu haben, wo ich hin möchte auf der Karte, ist hier hin. Wie ich da hinkomme, ist für mich gerade ein Buch mit 7 Siegeln? Es ist schrecklich, dass ich die Dungeons auch noch beendet habe und einfach nicht weiß, wohin mit mir. Wo führt mich das hin? Dorthin? Ich muss quasi eine Etage runter. Warte, ich gehe nochmal eine komplette Etage runter. So. Dann aktivieren wir den Schalter hier. Gehen wir ein bisschen weiter nach unten. Weil am Anfang musste ich ja von unten nach oben hochklettern, um hier ranzukommen, um den zu befreien. Frage ist, wie habe ich das von hier unten in die nächste Etage geschafft? Schon ein bisschen doof, ne? So, zack. Jetzt sind wir hier. Ich müsste theoretisch... In die Richtung schaue ich hier. Ich glaube, ich muss hier rüber hinweg. Warte, ich schaue nochmal... Ich kann nicht. Behaupte, du bist nämlich über mir. Ja, du bist da irgendwie sowas. Mach einfach den kompletten Dungeon nochmal. So ziemlich habe ich das Gefühl, dass es darauf hinauslaufen wird. Achso, jetzt bin ich hier, ne? Ach, das war hier der ganze Schmuh.